ihr Bild haben sie schon kräftig investiert. Hoffentlich nicht mehr, als ihr Gemälde wert ist. Ich finde, es sieht sehr prächtig aus, das Bild. Ist es was ganz Besonderes? Es ist im Jahr 2008 restauriert worden. Was hat die Restaurierung gekostet? Ja, 2500 Euro. Wenn es mehr wert ist, ist es gut. Also Schaden tut's nicht. Das wollte ich eben auch einmal wissen, ob es das Alter hat, aus der Barockzeit, 1670 ungefähr, und wer eben der Maler ist. Grüß Gott. Hallo. Das ist ein großartiges Gemälde. Wo haben Sie es denn her? Ererbt, gekauft? Ererbt von meiner Mutter. Und die hat es wiederum ererbt von einem guten Bekannten bzw. Freund meiner Eltern. Und Sie haben es hängen? Wir haben es hängen. Ich habe jetzt eine Frage, woher diese ursprünglichen Besitzer das Bild haben, wissen Sie nichts mehr? Das weiß ich nicht. Okay. Als was läuft es bei Ihnen, wenn Sie es benennen? Wie nennen Sie es? Das ist der heilige Thomas von Villanova. Das ist jetzt ein spanischer Heiliger. Wie kommen Sie darauf? Das habe ich von meiner Mutter mitgeteilt bekommen. Dies wiederum von dem Bekannten meiner Eltern. Okay, also das ist Tradition. Ja, so ist es. Ja. Und es würde ja auch passen. Der heilige Thomas von Villanova war ja Bischof in Valencia und Augustiner, hat sich um die Armen und die Kranken gekümmert. Ja. Also was wir hier sehen, ist in der Tat ein Anrührungsbild, würde ich sagen. Ein Bild, das durch beobachtete Mildtätigkeit eines hohen Herrn, eines Bischofs, bei einem armen Kranken, dessen Krankheit auch durch seine außerordentlich fahle Hautfarbe noch unterstrichen wird, dokumentiert wird, gezeigt wird, was es heißt, Christ zu sein und zu helfen. Das basiert auf diesen Seligpreisungen, Worten Christi, wo er gesagt hat, selig sind die, und dann kommen die Hungrigen nähren und die Kranken pflegen und die und so weiter. Wenn wir uns jetzt also dieser Meinung anschließen, das können wir momentan nicht anders. Der heilige Thomas von Villanova war ja ein Augustiner. Wir wollen dem nahe treten. Dann haben wir auch ein Zeitpunkt, weil der ist irgendwann nach der Mitte des 17. Jahrhunderts heilig gesprochen worden. Das heißt, vorher gibt es keinen Heiligenkult. Dann sind wir bei dieser Malerei in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Und da wäre es jetzt interessant, darauf zu kommen, wo das ist. Was wir hier sehen, ist ein starkes Hell-Dunkel-Arbeiten mit Hell und mit Schatten, mit Dingen. Etwas, was im 17. Jahrhundert allesamt zurückgeht auf Caravaggio. Wobei Caravaggio über Spanien dann wieder in Italien gewirkt hat, beziehungsweise in Italien selbstständig auch gewirkt hat. Im ersten Moment könnte man nämlich glauben, dass das eine spanische Malerei ist. Man könnte dieses Valencia Mitte des 17. Jahrhunderts durchaus für möglich halten. Ich glaube aber, dass wir woanders suchen sollten. Und zwar in Italien und da in Rom. Es gab in Rom, neben dem Hochbarock, gab es so eine klassizistische Gruppierung, auch um Poussin, auch um Maler, die gesagt haben, es braucht nicht alles so wild sein, wir brauchen Überschaubarkeit, wenige Figuren, die dafür aber stark im Ausdruck. Und dort könnte es angesiedelt sein. Notabene dieses Bild ja auch rechts unten ein Monogramm trägt. Mhm. Wenn wir da hinunterschauen, sehen wir hier ein A.S. Das ist jetzt schon relativ ungewöhnlich, dass ein Bild des 17. Jahrhunderts, über den Zustand werden wir dann noch reden kurz, ein Monogramm trägt, aber es kommt immer wieder vor. Es gibt noch die fernere Möglichkeit, dass es aus Neapel stammt, was ja damals eine spanische Besitzung war. Mhm. Und da machten sich eben spanische Formen der Volksfrömmigkeit und der Kirchenpatrone doch bemerkbar. Das geht auch überein mit dieser intensiven Schwarzmalerei, wo Schwarz als gestaltende und positive Farbe eingesetzt wird. Wobei man natürlich sagen muss, in Neapel, das kommt aus Spanien über Ribera und natürlich dann auch die Caravaggisten. Und dieser Stilvergleiche oder Ähnlichkeiten sind ja in Italien, das ist ja nicht so weit auseinander, dass das nicht durchaus auch da wie dort können. Ich möchte aber noch einmal zu dem AS kommen. Da bietet sich nämlich ein Maler an, von dem ich mir aber nicht
traue zu behaupten, dass es wirklich ist, aber ich traue mir zu sagen, dort müsste man weiter forschen. Nämlich es bietet sich an, ein Maler namens Andreas Sacchi. Jetzt gibt es, wie in allen Dingen, viel gescheitere Leute immer wieder. Es gibt hier eine Expertin, das ist die Anne Harris, die über Andreas Sacchi gearbeitet hat. Und ich würde Ihnen wirklich raten, das Bild, zumindest ein sehr gutes Foto, ihr zu schicken. Schlimmer, als dass sie sagt, völliger Blödsinn, kann es nichts passieren. Aber das Wahrscheinliche ist, dass sie sagen wird, na ja, könnte schon sein, aber vielleicht doch eher dort. Aber dann sind sie in einer Richtung. Ein bisschen ein Problem ist für mich der Zustand. Es ist hier sehr vieles passiert, es ist einiges krepiert, es ist auch mit Lasuren bzw. mit Firnis gearbeitet worden. Ob der bleiche Körper jetzt wirklich immer so bleich war und so grünlich bleich wie hier oder ob das irgendeinem Restaurator vor 50 oder 80 oder 100 Jahren eingefallen ist. Es ist 2008 restauriert worden. Okay, war es vorher auch schon so grün? Ja, ja, war auch schon so. Ja, ja. Ja. Gut. Also diese fahle Hautfarbe, die war vorhanden. Okay, gut, dann es könnte natürlich noch schon einmal 100 Jahre zuvor auch sein. Immerhin, dieses Bild ist heute weit über 300 Jahre alt, nicht? Mhm. Daher, da kann schon einiges passieren. Es ist jedenfalls die Qualität sehr gut. Und ich glaube, Italien, zweite Hälfte, 17. so 1670, 1680 und Rom, da dürfte man schon hinkommen. Denn, und wenn wir jetzt zu einem Preis kommen, da ist jetzt die Bandbreite sehr groß. Wenn sich der Andrea Sacchi nachweisen lässt, ist das ein Betrag, der weit mehr ist als ein neues Auto, ein schönes neues Auto. Wenn es Schule ist oder Umgebung, ist das ein Preis aufgrund der Qualität in einer Größenordnung von, was weiß ich, 25.000, 30.000 Euro. Mhm. Auf jeden Fall. Ist da ein kleineres, aber auch ein neues Auto. durchaus auch vergleichbar. Ein sehr interessantes Bild, gut gemalt, schöne Qualität, eine tolle Komposition. Ja. Vielen Dank fürs Zeigen. Auf Wiedersehen. Okay. Vielen Dank. Was Herr Giese meinte mit einem neuen Auto, war wahrscheinlich so 80.000 bis 100.000 Euro für ein Original. Ist Ihnen das klar? Ja, jetzt schauen wir mal zuerst, ob der Sacchi da in Frage kommt oder ob das nur irgendein Schüler ist. Werden Sie denn nachforschen? Ja, auf alle Fälle. Machen wir schon. Wir wollten ja so gerne wissen, ob man dieses A.S. Identifizieren kann. Und jetzt wissen wir es und jetzt machen wir das ganz bestimmt. Ne? Ja, da kann man jetzt weiter arbeiten.